Hallihallo, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich dir, wie man Prozesskostenhilfe beantragt bzw. ausfüllt. Da gibt es nämlich ganz einfachen Weg. Boom. So, Prozesskostenhilfe gemäß § 114 CBO. Das wollen wir ein bisschen mit einem Assistenten machen. Das ist scheißegal, ob es in Bayern ist, denn es gibt da eine Seite, also wenn ihr auf Bayern geht, so wie ich zum Beispiel, weil ich lebe ja in Bayern, also Nürnberg, genau, müsst ihr was machen, die in Bayern, dann erscheint das hier, okay. Den Hinweis könnt ihr ruhig bedenkenlos schließen und dann habt ihr hier verschiedene Tabs, Beschreibung, Formulare, Rechtsgrundlage und so weiter. Wir gehen auf Formulare, also wir klicken auf Formulare und dann klicken wir auf den Link Antrag auf Prozesskostenhilfe und dann Formular öffnen. So, dann werdet ihr zum Justizportal geleitet. Auf justiz.de könnt ihr auch gleich gehen. Aber es gibt, wenn ihr das jetzt nicht im Kopf habt, dann macht es einfach wie ich. Ansonsten habt ihr in der Beschreibung nochmal den Link, wo ihr direkt sofort zum Justizportal kommt. Das ist ein bisschen so blöd für einige, weil sie sagen, ja Moment mal, das ist ja nicht, da ist ja kein Label von dem Bundesministerium oder offiziell und so. Naja, also generell, es ist schon offiziell also ist eine Zusammenarbeit vom Bund und alles, nur halt, die haben halt das getrennt, die machen das getrennt. Aber wenn ihr da hingeht auf diese Seite, die Anträge sind legitim, ne? Und ich mache das schon seit 1000 Jahren. Ich kann euch sagen, da könnt ihr ruhig bedenkenlos den Formular hier vertrauen. Ne? Weil es gibt Leute, die sagen, ist nicht offiziell und so. Nee, nee, das ist offiziell. Okay, also für alle Hater und Motherfucker-Kinder, da kommt wieder da laut. Für diese Leute zusätzlich, es ist offiziell. Okay, also, Stimme zu, ja. Ministerium Justiz für Nordrhein-Westfalen, scheißegal. Die in Nordrhein-Westfalen haben eben sich geeinigt darauf, dass sie das machen, das alles anbieten mit diesem Assistenten und so weiter. Deswegen hat Bayern gesagt, macht's doch hier. Für alle anderen Bundesländer gilt das also, von daher darauf weiter. Also wir gehen auf Allgemeines und auch weiter. Hier, ne? Und dann haben wir hier Antrag auf Beratungshilfe. Das braucht ihr auch natürlich, das zeige ich euch gleich, wie es geht. Und Antrag auf Prozesskostenhilfe. Antrag auf Prozess und Verfahrenskosten und so weiter. Gibt es verschiedenes. Wir brauchen natürlich Antrag auf Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe. So. Es gibt zwei Buttons, einmal PDF und einmal mit Assistenten. Wir nehmen einfach den Assistenten, was am einfachsten ist. Okay? Klicken drauf. Dann werden wir weitergeleitet. Das ist eine Seite, die euch hilft. Und trotzdem gibt es Probleme, weil der Assistent, nicht jeder versteht den Assistenten, dann macht ihr es halt mit mir. So, also, man klicke doch bitte aus Ausfüll Assistent. Dann lädt sich das Formular. Ganz wichtig, Scriptblocker am besten deaktivieren oder zulassen, so wie ich das gemacht habe. Damit alles auch sauber funktioniert. So, wir geben ein bisschen nicht in Daten ein. Da gebt ihr zum Beispiel euren Nachnamen ein. In meinem Fall wäre das jetzt, das ist mein Nachname und das ist mein Vorname. Dann mein Geburtsdatum. Und boom, Familienstand. Anschrift ist ganz klar, das ist eure Adresse, wo ihr halt wohnt. Ja. Die sollte natürlich auch stimmen. Dann seht ihr hier diesen, also Straße und Hausnummer und Komma. Da macht ihr bitte auch hier ein Komma, damit auch die Beamten sagen, ah, da ist genauso ausgefüllt, wie wir es wollen. Ja, ist ganz, ganz wichtig. So,
tagsüber Telefon erreichbar, das ist freiwillig, das könnt ihr machen, wenn ihr vielleicht angerufen werdet, dann können die halt euch erreichen und sagen sie, ja, okay, den BIMF kann man anrufen und fragen, was da los ist, ne, wieso kommt denn nicht zum Gericht, das kleine Arschlochkind? Gleich wieder da! Ne? Ah, ich liebe es, politisch unkorrekt. So, und da sehen die mir hier die Nummer an, aber ihr müsst es nicht. Es ist freiwillig. Ich mache es, weil ich eine nette Nervensäge bin und das Gericht dann mich anrufen kann und sagen, ja, Czinski, was wollen Sie mir davon? Ja, so, bitte geben Sie sich hier mit der Segelwehr. Moment gar nicht. Momentan baue ich was auf. Und am Dezember starte ich diese Seite. Dann hoffe ich, dass das stimmt, was Google gesagt hat, dass da richtig Kohle reinkommt. Im Monat. Dann werde ich eigentlich mein scheiß ALG 2 los, weil das will ich loswerden. Und da müsste ich den Scheiß noch mit Prozesskosten müssen nicht machen, ne? Aber gut, du wirst das halt leben. Machen wir es halt eben. So, erinnern Sie bei so, wenn Sie beispielsweise, dann tragen Sie bitte Verkäufer rein. Wenn du es nicht bist, tragst du einfach ALGI 1 ein oder ALGI 2. So, der gesetzliche Vertreter, was ist das? Das klären ja die meisten Videos nicht richtig, obwohl es Kanzleien sind. Es ist jemand, der eine natürliche Person ist. Natürliche Personen sind Menschen, die keine Juristen sind und keine Anwälte und keine Richter. Also ganz normale Leute, meistens Vater oder Mutter oder Onkel oder halt eben Eltern, die einen betreuen, statt ein richtiger Betreuer noch Eltern, die einen betreuen, und dann würden die halt dementsprechend das dann mit ausfüllen müssen. Dann müsste hier komplett die Vorname und eine Anschrift und so weiter von der jeweiligen Person kommen. Na? Steht auch hier nochmal drin, gemeint ist hier nicht der Anwalt, den Sie möglicherweise beauftragt haben. Okay, also hier klicken wir weiter, werden Fragen gestellt. Ihr müsst ihr wahrheitsgemäß beantworten, sonst seid ihr am Ende gefickt. Das Einzige, was das Gericht nicht mag, sind Leute, die nicht die Wahrheit sagen. Ja, das denken wir mal logisch. So, dann stellt die Frage, Übernahme Kosten. Genau, Rechtsschutzversicherung haben wir nicht mehr. Ergo hat uns gekündigt. Dann hat sich später herausgestellt, dass Ergo laut deren Aussage, es war dann per Telefon, ich will jetzt da keinen Mitarbeiter nennen, weil das logisch ist, das ist ein Pyramidensystem. Ergo Versicherung oder Havok oder andere, die werden mir keinen Vertrag geben, weil laut Aussage der Versicherung, ich habe zu viele Angriffe. Ja, ich werde von zu vielen Arschlöchern angegriffen, zu vielen Bären, die halt eben die Insolvenz, die man noch nicht vorbei ist, irgendwie ausnutzen wollen, irgendwie an Geld kommen, und da werde ich zu oft angegriffen. Also ist keine Rechtsschutzversicherung abgesichert. Ne, für 40 Euro im Monat, 50, 60, das macht keine. Ich bin also ein Staatsfeind Nummer 1, naja, Nummer 10 oder sowas, ne? Und deswegen, ich habe noch ein wenig Angriffe, ne, aber die sagen schon, das ist schon zu viel. Ne? Okay, also gemeint ist bei uns über den Kopf, nein. Also wenn ihr keine habt, dann einfach nein. So. Eigentlich ist es Quatsch, das zu machen, weil sobald ihr Ja macht, ist das Formular zu Ende, ihr bekommt kein Geld. Ne? Also von daher, typisch Deutschland. Unlogisch ohne Ende. Rechtsschutzversicherung, Sie haben Angaben, dass Sie... So, Sie haben angegeben, dass keine Entscheidung vorliegt. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung oder besteht eine Möglichkeit, bla bla. Nein. Ich bin arm wie eine Maus. Sagt man immer so schön. Das sollte auch gar nicht so sein. Das sollte auch wirklich nicht so sein, dass man den Scheiß sich geben tut. Wir müssen normalerweise Kanzleien das ausfüllen. Vor noch 10, 20 Jahren, vor Millionen von Jahren war das so. Und ja. Das hat sich dann leider zum Negativen verändert. Die letzte Kanzlei, die noch das ausgefüllt hat, war Frau Fessel Kernstock. Aber dann hat sie aufgehört mit dem, weil es gab halt zu viele Personen, die Arschlöcher waren. Und die Arschlöcher, also die richtigen Arschlöcher, nicht so ein kleines Arschloch wie ich, die Hardcore-Arschlöcher, die machen einmal alles kaputt. Ja.
Und Altersanspruch bedeutet, dass du Zahlungen leisten musst, wenn du verheiratet bist, an deine Ehefrau oder an deine Kinder. Wenn dich dein Kind verklagt hat, generell hast du das nicht. Bist du Single, hast du es nicht. Also nein. So, Gewährung von Unterhalt. Das bedeutet, wenn du jemanden Geld zahlst, ich bin da eine Sau und derjenige das sieht und auch ALG 1, ALG 2 Empfänger ist oder Sozialempfänger oder Rentner auch, können ruhig Nein ankreuzen. So, Leistung aus dem Sozialgesetzbuch wird gemacht, halt gemeint mit Sozialgrundsicherung, also nicht ALG 2, nicht verwechseln, das Sozialgesetzbuch, es gibt auch Sozialhilfe. Auch steht das nochmal hier drin, wenn Sie aber es nein, Grundsicherung, kurzen Sie bitte Nein an. Ja. Also das ist ganz einfach. Einfach nein. Wenn du ALG 1 bekommst oder ALG 2, dann nein. So, illegale Lebenspartner, nein, habe ich nicht. Und genau das ist das Problem bei diesem Formular. Das ist nicht intelligent gemacht. Das ist nicht so gemacht, dass wenn man schon am Anfang sagt, ich bin ledig, dann sollten die Punkte entfallen. Ich werde so ein Formular mal programmieren oder halt erstellen und mal zuschicken der Regierung, der Justiz, mal schauen, ob die das annehmen und dann implementieren, weil so schwer ist das nicht. Mein Bruder könnte es machen, der ist richtiger Programmierer, der für einen Euro, für einen Schilling, ne? Dann können wir das machen und dann hier, ich wollte schon Foxen sagen. ja. Ja, muss so eine Justiz immer höflich sein, ne? Die sehen das Video hier. Ich schaue mir zu viele grausame Filme an. Hier, ihr Pappnasen, ne? Habt ihr mein was für euch umsonst extra für euch gemacht. Na, es sind keine Pappnasen mehr alle. Wir sind ganz gute Leute. Okay. Okay, haben Sie Einnahmen aus nicht schäfigen Arbeit? Also, Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit sind von Lohn gehalten, ne? Das ist klar, wenn ihr eine Arbeit habt. So, weiter. Einnahmen aus selbstständiger Arbeit, Gewerbetrieb und Landwirtschaft. Auch nein, wir sind Namen im Haus. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Ist alles Quatsch. Wenn du eine Arme baust bist, dann kannst du keine Miete für Verpackung haben, Vermietung und Verpachtung. Ihr bekommt kein ALG 1 und ALG 2 und sonstigen Zuschüssen, außer ihr betrügt, aber ihr bekommt es nicht, wenn ihr Einnahmen habt. Und Vermietung und Verpachtung gibt es immer viel Einnahmen. Also von daher, nee. Ich habe sowas noch nie zumindest gehört. Ein Bau weiter. Oh, eine Brille fällt mir wieder runter. Typisch. Muss ich wieder auch vom Optiker also optimieren. Einnahmen Kapitalvermögen, macht ja auch einfach auf Nein. Also jetzt wird es langweilig ein bisschen, aber jetzt kriegen wir schon hin. Einnahmen aus Kindergeld, nö. Wenn ihr ledig seid, habt ihr in den meisten Fällen keine Kinder. Einnahmen aus Wohngeld, ja. Wenn ihr Wohngeld habt, dann müsst ihr das angeben und auch nachweisen. Ja, aber bei uns ist es Nein. Einnahmen aus Unterhalt, nope. Einnahmen aus Rente, Pension, wenn ihr Rentner seid, dann ja, müsst ihr ja ankreuzen, ansonsten nein. Einnahmen aus Arbeitslosengeld, eins, jetzt kommt's, nein. Und jetzt wird gefragt, yep. So, und da ist es ganz einfach. Da macht man den Betrag rein. Bei mir, die haben sie jetzt, mir haben sie mein Geld zensiert. Ich mache jetzt mal einen Schätzungsbetrag, den ich im Nachhinein ändern werde, weil ich habe das jetzt nicht im Kopf und ich werde jetzt die Unterlagen nicht holen. Für das Video machen wir das einfach so. Aber ihr solltet da einen genauen Betrag angeben. So, Belegnummer. Es erklären viele Webseiten nicht, beziehungsweise viele, also keiner erklärt, was ihr da eingeben habt. Und da ist halt immer die Frage, was gebe ich denn da ein? Und jetzt kommt das Geheimnis, ich bin der Einzige, der das jetzt weltweit sagt, das ist kein Witz. Ich habe es verglichen, deutschlandweit gibt es keinen Arsch,
keine Kanzlei, weil das mit Absicht gemacht wird, weil die wollen, dass ihr anruft und dann heißt es, oh, der Satan, eine Milliarde Euro, dann helfe ich dir. Ne? Leider, es gibt einige Ausnahmen, aber die meisten, 99% Arschlöcher. Sagen wir es mal leider, wie es, ich habe viele kennengelernt und ich wünschte, es wäre nicht so. Beweist mir ein Gegenteil, Kanzlei kann sich bei mir melden und sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit dir zusammen, wir machen ein super geiles Projekt mit dir, ne? Und dann bin ich anderer Meinung, habe bis jetzt 99% Arschlöcher. Okay, Belegnummer ist ganz einfach, es ist A. A1. Was heißt das? Oh mein Gott, ich werde sterben! Er wird mir endlich die Quizfrage beantworten nach Millionen von Jahren! Ja, es gibt wirklich keine auf YouTube, keine Kanzlei, die es beantworten. Das ist ganz einfach. A heißt Anlage. Ja, also in dem im juristischen Bereich, da ist es für mich einfach. Da gibt es B für Beklagte und K gibt es die Kläger. Und A heißt Anlage. Also ist ganz einfach. Und deswegen A1. Müsst ihr das machen? Ja, ihr müsst es reinschreiben, weil die im Amtsgericht, die sind richtig penibel und verdammt sauer, wenn da nicht was drin steht, weil die müssen das ja einsortieren. Und die sind super sauer, weil die gewonnen haben. Es gab einen Prozess und dann das höchste Gericht, oder ich glaube Oberlandgericht, ich will nochmal nachschauen, hat dann entschieden, ja, das muss gemacht werden, weil sonst gibt es einen Kopfschuss, ihr Arschlöcher, die faul seid, so was reinzuschreiben. Und die meisten Leute sind aber gar nicht faul, sondern die wussten einfach nicht, ey, was soll ich da reinschreiben? Die Laien sind ja Laien. Und dann sage ich ja, okay, ich mache dazu ein Video. A1. Ne? Also A1 für, A heißt für Anlage und 1 heißt für Seite 1. Ne? A2, Seite 2, ne? Seite 3. Oder auch, es kann heißen, gibt ja zwei Bedeutungen, Unterlage 1, ja, also beziehungsweise Anlage 1. Wenn ihr jetzt mehrere Seiten habt, wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich ein sehr gutes Beispiel für euch. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, zum Beispiel ihr habt euren Antrag, also eure Bewilligung auf Arbeitslosengeld 2 oder Arbeitslosengeld 1. Und ihr habt da mehrere Seiten. Wie würde das dann lauten, wenn es mehrere Seiten ist? Dann macht ihr auf dem, also auf die Seiten, die ihr kopiert, macht ihr A1. Und Seite 1 heißt A1, Seite 2 heißt A1, Seite 3 heißt A1. Warum wird das so gemacht? Das wird aus einem einfachen Aspekt so gemacht, weil im juristischen Bereich muss die Prüfer, also die Sachbearbeiter, wissen, dass das eine Anlage A1 ist, also die Anlage 1, und alle, die markiert sind mit A1, gehört zu dieser Anlage, all diese Seiten. Ne? Und deswegen wird das ganz einfach gemacht. B1, also B heißt für Beklagte, ja, und dann, beziehungsweise in dem Fall heißt es Beweisstück, ne? Beweis 1, Beweis 2 und so weiter. So, gibt mehrere Möglichkeiten in dem Fall. Es kann auch Beweisstück heißen oder auch Beklagter, wenn es K steht. Da habt ihr es nochmal drin. Das ist so ein Forum, Jurawelt. Und da wird halt geantwortet, K für Kläger und B für Beklagte ist verbreitet. Ne, ebenso AST und AG für Antragsteller und Antrag C, VK und VB für Verfügungskläger und Verfügungsbeklagte und so weiter und so fort. Ne? Nur, dass ihr das mal sehen tut. Ne? Ich habe im Rahmen der vielen Klagen gesehen und immer wieder, bla bla, in der Erlegung 14a, zumeist werden die als K von bezeichnet, also K1, K2. Und da hat halt jemand dann geantwortet, der eine Ahnung hat. Also wie ich euch vorher erklärt habe. Ja. Und hier gibt es nochmal recht.de, also 123recht.de. Hier wird es auch nochmal dann beantwortet, nochmal mit Bezeichnung die Anlagen des Klägers mit K1, K2 und so weiter. Beklagte seine Anlagen mit B1 und B2. Ne? So, dass hier habt ihr nochmal die Antworten. Ihr könnt auch natürlich euren Rechtsanwalt fragen, der wird euch den gleichen Scheiß jetzt sagen, wie ich auf dem Video, in diesem Video sage. Ne?
Ich meine nichts anderes, wie mir rechtliche Bücher von der Schule zu kaufen. Also die rechtlichen Jurabücher, die verdammt teuer sind. Und die habe ich mir mal früher gekauft alle und da steht alles drin vom Jurawissen. Ich kann mir nur das nicht alles merken, den Anwalt. Ein Anwalt hat halt eben, gutes, nicht jeder kann Anwalt werden, weil Anwälte haben ein gewisses Merkgedächtnis. Und ich hatte epileptische Anfälle früher. Dadurch ist mein Gedächtnis auch nicht so stark wie andere. Ne? Weil ich, ach, das ist eine lange Geschichte. So, weiter machen wir. Also A1, dann machen wir weiter. Na? So, haben Sie einen aus Krankengeld? Nope. Haben Sie einen aus Elterngeld? Nope. Naja, wieder noch, ist ja erledigt. Ja, jetzt wird der eine oder andere einwerfen, Moment mal, aber wenn er sich getrennt hat, dann kann er ja auch ledig sein. Ja, du kannst es verheimlichen, aber es kommt früher oder später raus. Dumm sind die nicht. Ja. So, haben Sie sonstige andere Einnahmen? Nope. So, Abzüge, dann es gibt hier jetzt zusätzlich diesen Quatsch dann mit Kirchensteuer und der Steuern verloren, gewerblichen Umsatz, bei dem können hier jedoch nicht erst eingesetzt werden. Da macht ihr gar nichts rein. Weil wenn ihr das alles nicht habt, bitte geben Sie auf seinen Theaterabzug von dem Bruttoeinkommen in wenigen Worten an, zum Beispiel Steuern, Krankensicherung, Fahrkosten. Das habe ich alles nicht. Ich bin insolvent, meine Steuer wird automatisch jedes Jahr abgetrieben vom denen. Also ich kann sowieso kein Geld. Das haben die so geklärt, die Kanzlei Schmidt hat er so gemacht. Das richten wir für sie ein und immer wird was abgezogen, komplett abgezogen. Sagen wir es mal, dann bleibt mir sowieso nichts übrig. Und es geht dann halt in den alles, was überhaupt, die machen dann halt alles für die Insolvenz rein, also in den Pott. So, aber wenn ihr das haben wollt, habt, dann müsst ihr das halt dementsprechend reinschreiben. Wenn ihr Fahrkosten habt, dann schreibt ihr es rein, hey, mir entstehen Fahrkosten oder sowas. So, ansonsten weiter. Genau, Sozialversicherungsbeiträge, bitte geben Sie Jahrmühe der Züge an, welche und im Bereich, ja, also wie gesagt, Renten, Arbeits- und Pflegesicherung, das habt ihr alles im ALG 2. Ja, genau, ja, jetzt habt ihr es auch. Aber das wird ja alles schon abgezogen. Das ist ja nicht wie ihr könnt es mit reinschreiben, aber ihr müsst es nicht. Also ich sehe da sowieso, ihr müsst ja die Kopien und dann sehen die im Endeffekt so oder so. Ihr solltet wirklich nur das Notwendigste mit reinschreiben. Ja. Bitte geben Sie hier Art und Höhe und Abzüge an, welche und im Bereich sind es Versicherungen, genau, wenn ihr Versicherung habt, Ergo-Versicherung, ja. Ansonsten haben wir alles nicht. Fahrkosten, ja, wenn ihr dann ein Auto habt, dann müsst ihr es wirklich angeben, dass euch Fahrkosten entstehen. Aber in den meisten Fällen, wenn man ein Auto hat, dann hat man auch Kohle ohne Ende. Weil Auto so teuer ist, kann sich kein normaler ALG-2-Empfänger leisten. Also das, selbst ein ALG-1 oder ein Rentner. Also ich sehe ja keinen Rentner mit dem Auto rumfahren. Also zumindest nicht normale, sondern die Reichen. Ja. Also weiter. Ja, Werbungskosten haben wir jetzt auch nicht. Wir machen jetzt nochmal auch weiter. Und Bankvermögen, ja. Beachten Sie auch, Konten angeben müssen, denken und bei 0 steht und minus, ja. So, das müsst ihr machen, sonst kriegt ihr die Prozesskosten ja nicht. Also das ist ein bisschen, jetzt machen wir ein Part, ich starte gleich mal ein Part, weil das ist mal Part 1.